Zahnimplantatchirurgie ist ein modernes Verfahren zur Behandlung von Zahnverlust. Es ist eine effektive Lassung, um fehlende Zähne zu ersetzen und die Funktion und Ästhetik des Mundes wiederherzustellen. Wenn Sie sich für ein Viertel eher eine Zahnimplantatchirurgie entscheiden, ist es wichtig, sich darüber ein Viertel BER im Klaren zu sein, was Sie vor, während und nach dem Eingriff erwarten können. In diesem Video werden wir alle Phasen der Zahnimplantatchirurgie detailliert besprechen, damit Sie gut informiert sind. Vor der Zahnimplantatchirurgie. Bevor Sie sich für ein Viertel eher eine Zahnimplantatchirurgie entscheiden, ist es wichtig, einen Termin bei einem erfahrenen Zahnarzt oder Oralchirurgen zu vereinbaren. Ihr Arzt wird eine GAA-1/4-endliche Untersuchung durch Vereinviertelren, um festzustellen, ob Sie ein geeigneter Kandidat für eine Zahnimplantation sind. Zu den Faktoren, die BER1/4 gesichtigt werden, gehören Ihre allgemeine Gesundheit, der Zustand Ihres Kieferknochens und Ihre Zahnfleischgesundheit. Während des Beratungsgesprächs wird Ihr Arzt auch eine detaillierte Anamnese durch Vereinviertelren und Ihre medizinische Vorgeschichte BER1/4 sichtigen. Es ist wichtig, Ihrem Arzt alle relevanten Informationen A1/4 BER bisherige Operationen, medizinische Probleme und Medikamenteneinnahmen mitzuteilen. Auf dieser Basis kann Ihr Arzt einen individuellen Behandlungsplan erstellen, der Ihren spezifischen BER1/4-Öffnissen entspricht. Während der Zahnimplantatchirurgie. Der eigentliche Zahnimplantationsprozess wird in mehreren Schritten durchgeführt A1/4 HRT. Zuerst wird der geschädigte Zahn entfernt, falls noch vorhanden. Anschließend wird der Kieferknochen auf seine Stärke und Dichte A1/4 BER1/4 FT. Falls notwendig, kann ein Knochenaufbau erforderlich sein, um die Stabilität des Implantats zu gewährleisten. Nachdem der Kieferknochen vorbereitet ist, wird das Implantat in den Knochen eingesetzt. Dieser Schritt erfordert Präzision und Fachkenntnisse, da das Implantat fest im Knochen verankert werden muss, um eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen. Nach dem Einsetzen des Implantats wird eine Schutzkappe aufgesetzt, um das Implantat vor weiteren Einfluss/1/4 SN zu schützen. Nach der Operation werden Sie spezifische Anweisungen von Ihrem Arzt erhalten, wie Sie die Implantatstelle pflegen und heilen lassen können. Es ist wichtig, sich strikt an diese Anweisungen zu halten, um Komplikationen zu vermeiden und den Heilungsprozess zu unterstützen. Nach der Zahnimplantatchirurgie. Nach der Zahnimplantatchirurgie ist es wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Implantat ordnungsgemäß heilt und integriert wird. Während der ersten Wochen nach der Operation kann es zu leichten Beschwerden und Schwellungen kommen, die mit Schmerzmitteln und Eisbeuteln gelindert werden können. Es ist auch wichtig, eine gute Mundhygiene zu praktizieren und regelmäßig Zähne zu putzen sowie Zahnseide zu verwenden, um die Implantatstelle sauber zu halten. Ihr Arzt wird Ihnen spezifische Anweisungen geben, wie Sie Ihre Implantate pflegen und reinigen können, um Ihre langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten. In den folgenden Monaten nach der Operation werden regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchgeführt A1/4 HRT, um den Heilungsprozess zu A1/4 BER wachen und sicherzustellen, dass das Implantat ordnungsgemäß in den Knochen integriert wird. Nach Abschluss des Heilungsprozesses werden individuell angefertigte Kronen oder BER1/4 Zecken auf das Implantat gesetzt, um die Ästhetik und Funktion des Mundes zu verbessern. Abschließende Gedanken. Die Zahnimplantatchirurgie ist eine effektive und moderne Methode zur Behandlung von Zahnverlust. Indem Sie sich A1/4 BER den gesamten Ablauf der Behandlung informieren, können Sie sich gut vorbereitet A1/4 lernen und wissen, was Sie vor, während und nach dem Eingriff erwarten können. Es ist wichtig, einen erfahrenen Zahnarzt oder Oralchirurgen zu konsultieren, der A1/4 BER das nötige Fachwissen und die Erfahrung der A1/4 GT, um eine erfolgreiche Zahnimplantatchirurgie durchzuführen. Indem Sie die Anweisungen Ihres Arztes befolgen und eine gute Mundhygiene praktizieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Implantate gut heilen und Ihnen viele Jahre lang dienen werden.